Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, Ghost Raccoon Wildlands. Alles hat sich geändert, seitdem wir die Rede gesendet haben. Man sieht es in den Augen der Dorfbewohner. Sie glauben jetzt, dass wir Bolivien zurückerobern. Ja, hoffen wir mal. Alles gut, alles sauber. Ja, ich weiß. Gut, wo wollen wir hin? Wir müssen ja jetzt noch ein paar Leute befragen. Weil wir haben hier überhaupt keine Information. Wir haben überhaupt keine Information. So, den da ist ja der Agent. Aber sonst wissen wir gar nichts. Das ist der da oben. Okay. Der ist halt auch schon ziemlich schwer. Aber wir haben ja schon Schwere geholt. Der da war ja auch. Die da war ja auch schwer. So, dann holen wir uns den da mal. Und auf dem Weg dahin, wo sind wir denn? Also wir sind am anderen Hintern der Welt. Was ist das für eine Waffe? Eine Uzi? Nee, wollen wir nicht. Ja, dann flattern wir mal einfach straight durch. Wir können natürlich auch mal hier den Konvoi holen. Und hier das Level. Hier haben wir halt noch viel. Aber das können wir ja machen, wenn wir in der Gegend sind. Ja. So. Bitte einsteigen. Das müssen Sie hören. Die ISA hat auf einer der Kartell-Webseiten eine Nachricht für Sie entdeckt. Eine Nachricht für uns? Es gibt sonst keine vier Amerikaner, die Svenio Ärger machen. Er sagt, er will reden. Er sagt, er will, dass ihr verhandelt, Kumbaya singt und Händchen haltet. Das Treffen ist ein Köder, aber auch eine Chance, Svenio rauszulocken. Klar, aber es ist auch eine Chance, dass sie getötet werden. Nichts kann verhindern, dass alles in einem Kugelhagel endet. Schicken Sie die Info. Wenn er eine Schießerei will, ist er bei uns richtig. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Das ist eine schlechte Idee. Bowman, ich verstehe. Schicken Sie die Info, wir entscheiden. Schön. Von mir aus. Bowman, Ende. Story-Einsatz. El Sueño will ein Treffen. Vielleicht will er verhandeln. Vielleicht will er sie auch töten. Was auch immer. Passen Sie auf sich auf. Ha, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Ich meine, wir haben ziemlich viel übrig gelassen. Also quasi die Sicherheit ist noch da und ja, Produktion und Schmuggel ist egal, aber die Sicherheit ist halt noch komplett auf seiner Seite. Wir hätten mit der Sicherheit anfangen sollen. Dann wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen jetzt. Also Venus Vorschlag. Ich weiß es nicht. Ich will halt auch jetzt nicht, dass wir das annehmen und dann, also das Ende wird es ja wohl noch nicht sein. Aber das, wenn es ein Hinterhalt ist, ist es uns ja egal. Wir haben gespeichert. Oder wir können rein theoretisch nicht sterben. Wahrscheinlich will er uns einfach er will uns halt wahrscheinlich kaufen. Ich weiß es nicht. Er will ein Treffen.
Das heißt, wir haben ihn schon so weit genervt, dass er genervt von uns ist. Das ist schon mal gut. Da kennen wir halt auch noch überhaupt nichts, ne? Aber es ist eine Story. Na gut, komm, wir fahren jetzt zu dem hin. Der Onkel will uns kennenlernen, dann es gebührt der Ehre, dass man einen Wunsch des Gastgebers nicht ausschlägt. Wahrscheinlich nicht, aber egal. So. Da, 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 da. Die Frage ist natürlich, ob wir das beeinflussen können, wie das jetzt abläuft. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, je nachdem, was wir zuerst gemacht hätten. Also wenn wir, wie gesagt, den Sicherheitsarm zuerst gelöscht hätten, wäre es vielleicht leichter gewesen. Beziehungsweise wäre es wahrscheinlich ja anders gekommen, weil er kaum Soldaten gehabt hätte. Naja. Oh Mann. Ich bin ein bisschen aufgeregt, also jetzt nicht wegen den komischen Elsweno, sondern ich arbeite ja die ganze Zeit, also in meiner Freizeit, an den Stream. Also dass da dann so Alerts kommen und ja, dass halt die Aufnahme dann passt und so weiter. Und da habe ich jetzt was Neues entdeckt, das ich dann einbauen werde. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert und wie ich das machen kann. Und zwar, ich glaube, das ist wirklich so, wenn man, also ich will halt, dass wenn man mich abonniert, dann kommt halt so ein Banner hoch. Ist ja, also das ist ja easy. Das weiß ich schon, wie es geht. Aber ich will halt, dass je weiter man quasi mich abonniert, also quasi wenn man schon im zweiten Monat ist oder im dritten und im vierten, dass ja jedes Mal so ein neues Ding kommt. Also quasi zuerst ist, also ich wollte das so machen wie die in der römischen Legion. Also zuerst kommt man als Rekrut, das ist dann im ersten Monat. Und wenn man zwei Monate drin ist, dann kommt man halt schon als wo sind wir hier? Da will er sich treffen. Naja, und dann als zweites kommt dann, keine Ahnung, Legionär und dann, ich will auch nicht alles verraten, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre halt super lustig. Würde mir echt taugen. Ich werde mal ein bisschen außerhalb, ganz unfällig, unfällig, unfähig und unauffällig hier landen, so dass die das nicht checken. Und dann mit der Drohne alles. Bam. Mit der Drohne dann alles scouten. Drohne fliegt. Achso, hier ist alles leer, bis wir reinkommen. Piep, 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 piep. Na dann. Wollen wir mal schauen, was er von uns will. Große Kartellbasis. Haltet die Augen offen.
Ja, ich habe schon geschaut, aber da ist niemand. Ich sehe immer noch keinen. Was geht denn hier ab? Passt auf. Möglicher Hinterhalt. Was ist das für ein Geräusch? Jetzt kommt von da. Handy. Ist keine USB-V. Das klingelt zu oft. Sucht es. Das könnte halt wirklich eine Bombe sein, ne? Sollen wir rangehen? Ich fass den Scheiß nicht an. Verdammt nochmal. Naja, okay, was soll's. Ich dachte, wir treffen uns Angesicht zu Angesicht. Sag mir nicht, dass du spät dran bist. Verzeihen Sie die Hinhaltetaktik, aber Leute in unserer Branche müssen sich vorsehen. Doch ich bin kein Lügner. Da sind keine Sicarios, keine Unidad. Ich will nur reden. Sag uns, wo du bist, dann reden wir. Ich will nur das Blutvergießen beenden. Es ist unnötig. Es ist schlecht fürs Geschäft. Und es ist schlecht für Bolivien. Dieses Land versucht seit Jahrzehnten, auf die Beine zu kommen. Treten Sie es nicht wieder zurück in den Staub. Sagt der Kerl, der sich das ganze Land unter den Nagel gerissen hat. Erzählst du uns noch was Wichtiges? Vor Ihnen stehen 4 Autos. Betrachten Sie sie als Antrittsbonus. Sag das nochmal. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Willst du uns anheuern? Sie gehören zu den gefährlichsten Leuten auf der Welt. Natürlich will ich Sie anheuern. Jeden Tag riskieren Sie Ihr Leben für Ihr Land. Man bezahlt ihnen casi nada. Gar nichts. Arbeiten Sie für Santa Blanca. Dann verdienen Sie mehr Geld, als Sie sich vorstellen können. Sorry, aber mit Verlaub, fick dich selbst. Hör zu, wir sind nur hierher gekommen, um dich zu töten. Die Tatsache, dass du nicht hier bist, bedeutet nur, dass du noch etwas mehr Zeit auf Erden hast. Aber du solltest schon mal Abschied nehmen, denn wir werden dich finden und fertig machen. Dann soll es so sein. Versuchen Sie Ihr Glück. Bowman, wir atmen noch. Suenio hat uns ein lukratives Jobangebot gemacht. Und? Warte. Ah, verdammt. Haben Sie es angenommen? Kaum Sozialleistungen. Und wir sagten, wir würden ihn töten. Also haben Sie uns weiter am Hals. Soll mir recht sein. Bis dann. Er kann mich mal. Anführer. Vorschlag abgelehnt. Hätte ich das annehmen können? Also nicht, dass ich das gewollt hätte. Warte. Ich habe doch gerade was bekommen. Eine Datei. Oh, die habe ich zu spät aufgenommen. Das heißt, wo kann ich die denn anschauen? Hier kann ich sie nicht anschauen. Hier kann ich sie wahrscheinlich auch nicht anschauen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Gut. Ja. Gepäckraum. Warum? Warum? Gut. Also. Habe ich ja richtig gedacht, dass er uns anheuern will. Aber ganz ehrlich, man wäre schon selten dämlich, wenn man das annehmen würde, nachdem man das alles von ihm erfahren hat. Also diese ganzen Gewalttaten. Und also nicht nur das mit dem Kokain, sondern auch Kinderhandel und sowas. Da wär man schon sehr dämlich. Okay, also viele, die zum die so in den Squad gehen oder halt zum Militär, würden wahrscheinlich annehmen. Also, ich fliege. Nicht viele, aber es gibt ja immer Menschen, die gerne was mehr in der Tasche hätten. Deswegen gibt's ja auch so viele Spione oder
Undercover-Cops oder keine Ahnung, die halt zur Gegenseite gehen. Weil die werden bezahlt. Naja. So. Ach übrigens, wenn das hier jemand sieht, der mit Twitch sich auskennt. Ich bin schon mit einem Streamer am Quatschen, der mir helfen will. Und zwar, weil man meinen Account nicht findet. Also ich kann mich natürlich anmelden und so. Und wenn man eben Twitch.tv / mein Accountname, also der wird, oder der heißt Thorn_LP, und den findet man aber nicht, und nur wenn man das in die Twitch.tv/ meinen Namen eingibt, dann findet man mich. Aber das ist ein bisschen ein luxuriöses Resort im üppigen Naturschutzgebiet. Genau, also. Ah, nee, da will ich gar nicht hin, oder? Ah, doch, da will ich hin. Okay. Wir haben noch ein bisschen. Genau, und man kann mich halt unter mit der Suche nicht finden. Deswegen, wer da eine Ahnung hat oder Idee hat, kann sehr gerne mir schreiben. Mal schauen, ob der Streamer mir da helfen kann. Seine erste Idee war, dass mein Account eben gelöscht wurde, aber ich habe die ganzen Tage da damit gearbeitet, und der ist halt da. Also der ist noch völlig online. Vollständig online. Also, aber mal schauen. Gut. Na. Ja. Oh ja, da waren wir ja, ne? Das war eine lustige Quest. Beziehungsweise eine doofe, weil wir da gestorben sind. So. Alter, wie lange wir gebraucht hätten, wenn wir mit dem Auto gefahren wären. Aber ich muss schon sagen, die Karte ist schon nicht klein. Ja, schon echt geil. Genau, hier waren wir auch schon. Bop, bop, bop. Mein Handy. Ich habe gerade aufs Handy geschaut, deswegen habe ich nicht realisiert, dass wir schon da sind. So. Wir können mal hier hinschauen. Und schauen, was das ist. Drehen, 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 da. Sieht aus wie ein, Bergwerk? Ey, ist da etwa ein Unidad-Vogel an meinen Bobbes? Ja. Das Problem ist ja, wir haben hier keine Waffen dran. Bellenlage. Okay, alles geht. So. Bowman, hier Nomad. Was haben Sie über San Mateo? San Mateo. Während der letzten Jahre sind viele Leute in dieser Provinz verschwunden. Politiker, Sympathisanten der Rebellen. Jeder, der dem Kartell das Leben schwer macht. Jeder, der nicht zum Kartell gehört. Wir reden hier über hunderte von Menschen, die spurlos verschwunden sind. Santa Blanca steckt eindeutig dahinter, aber es wurden nie Leichen gefunden. Finden Sie heraus, was mit ihnen geschehen ist. Die Familien brauchen einen Anhaltspunkt. Und dann machen Sie dem Scheiß ein Ende. Verstanden. Ich glaube, wir brauchen eine Waffe. Oder Waffen am Helikopter. Ja. Ich glaube, das wird dann so sein in Richtung Arbeitslager. Informationslager. Okay.
Ah, da ist ein Hügel. Da können wir wieder schön snipen. Warte, wir fahren noch ein bisschen. Entschuldigung, wir fahren noch ein bisschen weiter. So. So, sehr schön. So, wir legen uns mal unters Kreuz. Hey, das sind Feinde. Ach so. Eins. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Und das macht drei. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist auch noch ein Sniper drin, aber den schauen wir gleich. Alter, der hier ist ja alles vernichtet. Da unten, unter uns ist noch einer. Nicht da drin, okay. Dann da drin. Nee. Oh. Ja, ist gar nicht hier. Gut. Ach, da unten. Aber ich. Oh. Ach, hier geht's runter. Ach, das ist ja interessant. Gut. Ich will den Sniper haben. Danke. So, das da. Da sind noch zwei. Und hier denn noch einer. Ah, wo? In der Halle? In der Halle. Okay. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, da ist aber auch irgendwo noch einer. Also zwei habe ich noch nicht. Also da ist irgendwo noch eine. So, Sniper on the run. Also den wird man sehen. Den wird man nicht sehen und den wird man auch nicht sehen, wenn ich den erschieße. Den werden, wird man auch nicht sehen. Also hier muss ich einen Multischuss machen. Warte, ich will noch die letzten zwei finden. Weil das wäre mega nervig, wenn... Wo ist der? Das ist nur eine Fliege, keine Sorge. Hey you! Na you? Ja, hallo? So. Kann das sein, dass es... Okay, der sieht ihn auch nicht. Kann das sein, dass das unten ist? Dass unten noch irgendwie... Dass es unten reingeht irgendwo? Nee. Die sind schon hier oben irgendwo. Oh. But where? Warte. Ja, hier drin muss der sein. Aber wie komme ich da... Wie kann ich da reinschauen? Jetzt halt, yay! Und... Es sind 15. Super, jetzt habe ich alle. Gut, dann wollen wir uns mal hinlegen. Hinlegen. Ja, den da können wir mal einfach so erschießen. Das Gute ist, dass er hier
ummauert ist, weil dann kann man den nicht sehen. So. Der muss noch ein bisschen weg, damit man den Schuss nicht hört. Alarm haben die nicht, ne? Nee. Der muss hier weg, weil wenn ich den hier wegschieße, dann sieht man den, beziehungsweise kann man den entdecken. Wir sind bei 15. So würde man ihn töten. So. Nee, aber den mache ich danach. Mal schauen, ob ich... Ups. Mal schauen, ob ich von hier alle töten kann. Würde mich echt interessieren. Also, das da ist schwer. Beziehungsweise fast unmöglich. Da müsste ich einen Multischuss machen. Hä? Ist unter mir einer? Ja, wahrscheinlich. Jetzt geh mal da weg. Wieso schaust du ins Lager rein? Da ist einer. Kann man den auch sehen? Das war scheiße knapp. Warum? Also, weil der geschaut hat. Ah, okay. Ich lad mal kurz nach. Mach mal deine Runde. Den kann ich auch nicht einfach so erschießen. Den da könnte ich einfach so erschießen. Könnte. Ah, jetzt hat er. Ah, zum Glück ist er nicht runtergefallen. Das wäre echt negativ gewesen. Könnt ihr den da... Warte mal. Könnt ihr ich gehe in Position. Den da erreichen? Ziel markiert. Ziel verloren. Was für ein Arsch. Oh. Zum Glück hat der das nicht gesehen. Alter Schwede. Geh in Position. Das Ziel. Einer weniger. Was für ein Penner. Ich schieße und ja, er hat. Warte, ich erwarte mal, bis er wieder hierhin geht. Weil da ist es ja. Er geht nicht dahin. So, den Simultanschuss brauche ich dann. Brauche ich dann auch hier? Beziehungsweise den könnte ich erschießen. Ich komme halt nicht zum Sniper rein, das ist ein bisschen blöd. Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Ja, das Problem ist, der bewegt sich gerade. Er ist erledigt. Wieso, wohin geht der denn jetzt? Muss er pinkeln oder was? Naja, aber der gehört mir. Wohin geht der?
So, da muss ich jetzt auch warten, bis die wieder zusammen hier hinten hingehen. Der ist gerade am Auto wahrscheinlich. Warte mal. Ich will mal hier unten. Nein. Einen Punkt machen. Das muss ich ein bisschen zur Seite machen. So, jetzt an. 3, 6. Das ist zu hoch. Das ist auch zu hoch. Okay, 3, 6 ist hier. Ja. Ach stimmt, der andere war ja 400, ne? Der andere war 400, das war so. Genau, 400. Gut. 400 ist der zwischen zweiten und dritten und 3,6 ist zwischen ersten und zweiten. Nicht? So. Das muss ich mir merken. Hier sind noch 5. Das ist der eine Typ, ne? Achso, der ist einmal so und einmal. Warte, warte mal. Da ist noch einer, oder? Ja. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Gut, zum Glück habe ich den gerade noch gesehen. Okay. Wohin schaut der? Zum Rücken. Ich gehe in Position. Eine bessere Position. Roger, Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr in Position gehen? Ich habe das Ziel. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Ich sehe das Ziel. Mein Ziel ist weg. So. Wie machen wir das jetzt? Ey. Aber den kann ich die ganze Zeit schon erschießen. Aber kann ich nicht. Sonst Alarm und so weiter. Lass dich sehen. Danke. Das war voll hässlich, die Leistengegend. So. Der lässt sich auch nicht sehen, ne? Einfach nur stehen bleiben. Aber das ist gut, dass er gerade dabei geht. Das ist super gut. Das ist super. Geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Erledigt. Gut, dass er gegangen ist, aber schlecht, dass ich hier nichts getroffen habe. Ah, Mann. Danke euch, Jung. Wie du treffen konntest, weiß ich auch nicht. Nice, gut, dann sag goodbye. Da sind halt zwei, das ist ja... Zum Glück habe ich ja den zweiten jetzt gesehen, ne? So. Den und den. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position.
Ziel markiert. Roger, Ziel verloren. Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Geh in Position. Ich hab das Ziel. Hab ihn, er ist tot. Super, gut gemacht. Gut, dann haben wir hier alles gemacht. Nice. Ohne Alarm zu machen. Wobei das auch eigentlich nur Luck war. Lucky. Dass der, den ich nicht erwischt habe, dass der keinen Alarm gegeben hat. So, jetzt der Sniper, der eine Berufsverfehlung hat. Sauber, alles sauber. So. Super. Na, ey, mach doch das Tor auf. Was denn? Gut. Das war mal erfolgreich. So. Gut. Autowerkstatt, das ist immer gut. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Achso, da oben. Gut, das werden wir dann in die nächste Folge untersuchen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, bye bye.